Sehr geehrte Gäste, ab März 2016 erwartet Sie auf unserer Gänsefarm ein einmaliges und von höchstem Genuss geprägtes Erlebnis. Ein besonderer Grill, entwickelt von den Spießbrettern der Chaîne des Rôtisseurs in Frankreich und eine Entenpresse für Canard à la Presse, spielen bei der Zubereitung der Spezialitäten eine besondere Rolle. Freuen Sie sich auf einen französischen Genussabend in unserer neuen Spießbräterei auf der Wermsdorfer Gänsefarm. Sie öffnen die Tür der Gänsestube, Kerzen tauchen den Raum in ein behagliches Licht, Gänse brutzeln auf dem Spießbräter vor sich hin. Sie werden an ihren Platz geleitet. Der Tisch ist eingedeckt, der Koch heißt alle Gäste willkommen und serviert ihnen ein kühles Glas Champagner. Rillettes mit frisch gebackenem Brot und eine raffinierte Vorspeise senden genussvolle Grüße aus der Küche. Bei einem kleinen Rundgang erfahren Sie, wie ein Spießbretter funktioniert und erhalten wertvolle Tipps für den ausgemachten Gänsebraten. Anschließend sortiert der Koch zarte Gänsebrust an Ihrem Tisch und bereitet eine feine Sauce à la presse zu. Ein feines Panna Cotta Dessert vollenden das Menü. Chaîne des Rôtisseurs, die Zunft der Spießbräter. Die Gans wurde im Mittelalter ganz besonders geschätzt. König Ludwig IX. Veranlasste 1248 die Gründung der Zunft der Gänsebrater. Sie mussten die Kunst beherrschen, im Wechsel der Ritze bestes Fleisch in höchster Vollendung à point auf den Tisch zu bringen. Die Gilde der Spießbräter bekam 1610 unter Ludwig dem 13. die königliche Anerkennung durch die Überreichung des Berufswappens der Rôtisseure, welches heute noch Gültigkeit besitzt. Die Mitglieder der Chaîne des Rôtisseurs werden während einer speziellen Zeremonie in die Bruderschaft per Ritterschlag aufgenommen. Die Mitglieder tragen Ketten, die den unterschiedlichen Rang innerhalb der Bruderschaft darstellen. Die Chaîne des Rôtisseurs ist einzigartig und hat sich der Pflege der Küchen- und Tafelkultur verschrieben. Haben Sie unsere Chaîne-Kette schon entdeckt? Gans à la presse. Die wohl edelste Art, eine Gans vor dem Gast zu zerlegen, zu tranchieren und zu servieren, bezeichnet die Gans à la presse. Die ursprüngliche Tradition der Canard à la presse, bei der die Ente die Hauptrolle spielt, wird auf unserer Gänsefarm neu erfunden. Die Entenpresse wird bei Eskilzen zur Gänsepresse. Die Ente Rouennaiser Art, zubereitet mit der Entenpresse, galt um die Jahrhundertwende als ultimativer Kochstil und zierte jede Speisekarte eines Restaurants von Rang. Die Entenpresse fand Anwendung im La Tour d'Argent, Silberturm, in Paris, im Berliner Adlon, in London, Madrid, New York und sogar auf der Titanic. Unsere Gans wird nur wenig gebraten, damit sie saftig bleibt. Vor den Augen des Gastes zerlegt und rangiert der Koch die Gans in Filet und belässt auch die Schenkel. Was übrig bleibt, wird zerkleinert, in die Gänsepresse gegeben und ausgepresst. Der Saft, der entrinnt, ist Sauce in ihrer reinsten Form. Au revoir!